Winnetou, ein Stück unserer Kindheit, aber wie lange noch, Winnetou, geht's an den Kragen? Schauen wir auf die Seite 1 der Zeitung heute. Zack, in die Jagdgründe geschickt, in die ewigen, der Winnetou. Ja, der Ravensburger Verlag, der hat das Buch Der junge Häuptling aus den Regalen genommen. Ja, aus lauter politischer Korrektheit, aus Wokeness, ne? Bei den genannten Winnetou-Titeln sind wir, so heißt es in der Erklärung des Verlages, nach Abwägung verschiedener Argumente zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet wird. Vor diesem Hintergrund wollen wir keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten. Weg mit Winnetou, Winnetou in die ewigen Jagdgründe. Was ist denn da los in diesem riesigen Winnetou-Zoff? Gänsehaut. Die hatte man damals als Kind, wenn diese Musik aus dem Fernseher ertönte. Und ist man ehrlich, auch heute noch als Erwachsener. Gebannt schauten wir auf die Bildschirme, lasen Karl Mays Bücher und saßen auf den Bänken in Bad Segeberg, um die Heldengeschichten unserer Idole Winnetou und Old Shatterhand zu erleben. Und diese Musik, an die erinnert sich jeder. Ja. Kennen Sie die Musik? Nee, ich glaube nicht. Ah doch, jetzt. Winnetou. Winnetou? Old Shatterhand, Winnetou, ja. Nostalgie pur. Erinnerungen an eine Zeit, in der vieles noch einfacher war. Er war Indianer. Der war Indianer. Der war Indianer. Und genau darum geht es. Das Wort Indianer. Unsere RedakteurInnen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kultureller Aneignung. Die KollegInnen diskutieren die Folgen für das künftige Programm und überarbeiten Titel für Titel unser bestehendes Sortiment. Das postet der Verlag Ravensburger nach der Veröffentlichung seines neuesten Winnetou-Kinderbuchs. Der Hintergrund? Kürzlich erscheint ein neuer Film namens Der junge Häuptling Winnetou. Darin geht es um den Sohn des altbekannten Winnetou, der auch wieder durch die Prärie reitet und mit Freunden und Familie Abenteuer erlebt. Passend dazu erscheint ein Buch zum Film. Vorerst. Nach Kritik aus den sozialen Medien beschließt der Verlag Ravensburger, das Buch nicht mehr zu verkaufen. In Kinos erscheint der Film dennoch weiterhin im Programm. Die Kritik aber lautet: Rassismus und das Bedienen von Stereotypen. Auch Bildkolumnist und Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel ist schockiert. Das, was der Verlag gemacht hat, halte ich für ein feiges Kapitulieren vor Denunzianten. Teilweise sind diese Leute anonym. Ein zivilisatorisches Versagen. Ein Verlag steht für Kultur, für Presse, für Bücher, für Dichtung. Und da schreien 200 Leute auf Twitter oder Instagram und schon kapituliert man. Die deutsche Film- und Medienbewertung hatte die Winnetou-Fortschreibung übrigens als besonders wertvoll eingestuft. Gegen den erbitterten Widerstand einiger Jurymitglieder. Und der Filmfernsehfonds Bayern hatte die Produktion mit der Höchstsumme unterstützt, satte 950.000 Euro. Eine kleine, aber laute Minderheit prangert auf Social Media nun also das Wort Indianer an. Der große Ravensburger Verlag geht sofort in die Knie. Ist okay, aber man soll es dann auch nicht übertreiben. Finde ich total schwachsinnig. Kann ich nicht verstehen. Ganz ehrlich, warum den Verkauf des Buches komplett einstellen? Warum das Wort Indianer nicht einfach durch Apachen, Comanchen und so weiter ersetzen und neu drucken? Warum bringt man das Buch nicht heraus und dann eine Zweitausgabe, politisch korrekte Version 2022, wo alles gegendert wird und alles gestrichen wird und Indianer und Rothaut und Marterpfahl und Totem und Skalpieren nicht vorkommt? Und dann kann man sich aussuchen, was man seinen Kindern als Lektüre zumuten will. Und dann kann man auch schauen, wie viele Leute denn dieses Buch kaufen. 180 Denunzianten auf Twitter haben sie ja schon mal zusammen, wenn das vielleicht auch gleich für eine zweite Auflage dann nicht mehr reicht. Was hätte Ravensburger stattdessen machen können oder gar tun sollen? Unsere Kinder werden vorerst weiter die alten Karl-May-Bücher aus einer Zeit lesen müssen, in der damals so vieles so viel leichter war.
Und vergessen wir nicht, Karl May propagierte weniger die Stereotypen als vielmehr die kulturübergreifende Freundschaft und das Zusammenkommen fremder Völker. Und das war und ist immer noch die wichtigste Aussage. Mein Bruder. Bei uns ist jetzt Andreas Brenne von der Universität Potsdam. Er ist Professor für Kunstpädagogik und auch Karl-May-Experte. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Sie haben auch Ihrem Enkel mal kurz eine private Erfahrung Karl-May-Bücher vorgelesen. Was war das für eine Erfahrung? Wie lief das ab? Mussten Sie da Worte verändern? Und wie hat der Enkel reagiert? Na, der Enkel ist ja noch relativ klein. Der wird bald 6. Mit dem war ich im Kino. Ich habe im Vorfeld dieses Kinobesuchs, also der junge Häuptling Winnetou, habe ich ihm auch das Ravensburger Erstleserbuch vorgelesen, um ihn darauf auch vorzubereiten. Und er war fasziniert, er war begeistert, hat vor allen Dingen gefragt, was sind eigentlich Indianer? Und darüber kam er natürlich in einen Dialog, der eben so wichtig ist. Ja? Also was bedeutet überhaupt indigene Kulturen? Was ist das eigentlich für eine Faszination, die jetzt seit über 100 Jahren quasi eben, sag ich mal, deutsche Mentalitäten mitprägen und begeistern? Ja? Also der kleine Enkel war sehr begeistert vom jungen Häuptling Winnetou und er hat das Buch auch, was jetzt verboten ist, heute mit in den Kindergarten genommen. Oh, wow. Verboten zum Glück noch nicht, nur aus den Regalen genommen vom Ravensburger Verlag, aber das ist Diskussionsstoff genug. Warum haben Sie Ihren Enkel, sage ich jetzt scherzhaft, vor diesem Buch nicht geschützt? Genau, weil ich persönlich diesen transgenerationalen Mythos, ja, also Winnetou ist immer ein nationaler Mythos, vergleichbar mit Siegfried dem Drachentöter aus dem Nibelungenlied. Diese transgenerationalen Mythen sind einfach wichtig und wieder auch der psychoanalytische Literaturexperte Bruno Bettelheimer vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, Kinder brauchen Mythen, Kinder brauchen Geschichten, Kinder brauchen Bücher und die Geschichten, die Karl May und dieser Karl May Kosmos wird ja adressiert von dem Buch, was ja heute dort thematisiert, ist eben auch die Beschäftigung mit dem Fremden, mit der Alterität, also mit dem anderen, was uns fasziniert und was uns auch quasi zu uns selber führt eigentlich. Das ist quasi eine Selbstbespiegelung, wenn man sich mit sogenanntem Fremden beschäftigt. Und den Dialog mit dem Fremden auf einer fantastischen narrativen Ebene zu erproben, ist in einem jungen Kindesalter genau das Richtige. Das brauchen Kinder. Also man kommt viel mehr mit den Kindern dadurch ins Gespräch und das ist viel mehr der Weg, als Verbote oder Bücher aus den Regalen zu nehmen. Sagen Sie, diese öffentliche Debatte, die ist ja so sehr im Gange jetzt und man hat das Gefühl, man muss sich von ganz vielem, was man aus der Kindheit kennt, für immer verabschieden. Was glauben Sie, wo führt das hin? Wenn das wirklich so wäre, führt das zu einer, sage ich mal, gewissen Sterilität und Langeweile. Das sind natürlich auch so Dinge, die sind immer wieder schon passiert. Ja? Also in den 20er Jahren gab es Heinrich Wolgers, der berühmte Reformpädagoge und Literaturpädagoge, hat damals schon vor dem Schund im Bücherschrank gewarnt und versucht auch hochwertige Kinder- und Jugendliteratur zu empfehlen. Diese Bücher kennt aber keiner mehr. Ne? Und der Schund, Anführungszeichen, ist geblieben, weil der Schund in Anführungszeichen ist das, was die Kinder und Jugendliche fasziniert. Ja? Also die spannenden Geschichten, die Abenteuer, das Hineinversetzen in eine fremde Welt, das ist ja auch geblieben. Heute ist es in der Regel eher so Marvel-Universen, DC-Universen und der Fantasy-Bereich in der Kinder- und Jugendliteratur ist ja riesig groß. Also der Wunsch, etwas Fremdes zu erleben, sich in andere Welten hineinzuversetzen, ist absolut entwicklungsspezifisch geboten eigentlich. Ne? Ganz schnell einmal der Test mit Ihnen, ja oder nein. Darf man Indianer sagen noch? Ja, darf man, weil es eine Selbstbezeichnung der indigenen Bevölkerung der USA ist. Darf sich Ihr Enkel als Indianer verkleiden? Ja, genau. Das Verkleiden ist extrem wichtig, weil die Auseinandersetzung mit etwas Fremdem bedarf halt der Anverwandlung und letztlich ist es eine Form der Selbstreflexivität. Also in jedem Fall sehr zu befürworten. Und was würden Sie Karl May sagen, wenn Sie ihm heute beim Frühstück oder beim Mittagessen gegenüber sitzen würden? Aufhören mit Schreiben, nicht mehr oder nächste Folge? Ein Weiterschreiben. Und Karl May hat sich ja auch stark verändert. Ja, die letzten Jahre hat er natürlich große symbolistische, Literatur geschrieben. Da ist Winnetou quasi ein Edelmensch. Edelmensch ist ein Kontrast zu Nietzsches Übermenschen. Also es ist eine Friedensbotschaft, die er versucht hat auch, irgendwie literarisch umzusetzen, aufbauend auf seinen, abenteuerlichen Roman seiner mittleren Zeit. Also Karl May war immer auf dem guten Weg. Danke an Andreas Brenne, der von der Universität Potsdam kommt und dort Professor für Kunstpädagogik ist, Karl-May-Experte hier bei Bild Live. Danke Ihnen. Vielen Dank auch.